Alter, was geht ab, Leute, Junge? Aus meiner neuen Wohnung. Ja, ich habe eine Immobilie gekauft. Ne, ich mal. Ein paar Freunde ziehen um, beziehungsweise eigentlich meine Nachbarn, die Überklassennachbarn, die mir am Essen geben und sowas. Das wird leiden und meine Pakete annehmen. Hoffentlich werden meine neuen Nachbarn top. Ja, auf jeden Fall haben wir ein bisschen beim Umzug geholfen und mehr ist heute nicht so geplant. Deswegen wird das hoffentlich nicht der letzte Daily Vlog. Keine Unterbrechung. Wir wollen es ein paar Jahre durchziehen. Krasser als meine Wohnung, Leute. Wir müssen auch sowas holen. Aber mit einem anderen Motiv natürlich. Yo, was geht, Leute? Ich bin zurück. Wo stelle ich euch mal ab? Ja, den Leuten beim Umzug geholfen. Dann waren wir danach im Biergarten, haben was Saftiges gegessen. Von dem ich aber nichts filmen konnte, weil Menschen und so. Und ja, und jetzt ist auch schon der Tag fast vorbei und wir haben nichts für den Daily Vlog. Oh mein Gott, kein Material für den Daily Vlog. Was kann ich hier rauszaubern, Leute? Mein Gott, was kann ich hier rauszaubern? Das habe ich euch schon gezeigt, oder? Shit, ich glaube, das habe ich euch schon gezeigt. Ich muss Material füllen. Ich muss das Video füllen. Strecken, Leute, strecken. Das habt ihr auch schon gesehen. Mein Gott, was kann ich euch hier zeigen? Das habt ihr schon gesehen. Das habt ihr schon gesehen. Oh mein Gott, wir brauchen Videomaterial. Was ist da los? So, Minze hat übrigens richtig ekelhaft geschmeckt. So richtig, als würde man in eine Minze beißen. Also, eigentlich ist es ja gut, weil dann schmeckt es so, aber ist halt nicht geil. Was war das jetzt? Den habe ich schon mal probiert, das ist doch ganz normaler. So, Leute, die Nachbarn ziehen aus, der Kühlschrank muss aufgetaut werden, oder? Der Kühlschrank. Was ist das? Bubble Tea Eis, oder? Der Kühlschrank muss aufgetaut werden, deswegen muss erstmal alles raus, oder? Bevor der transportiert werden kann. Und das jetzt wird einiges bei mir gelagert. Ja, das kann weg. Guck mal, will ich die Eis im Tiefkühl sein? Ey, ja, das ist ein Eis. Ich kann mal so einen kleinen Kühlschrank haben. Sag den Leuten, die sollen dir Geld spenden für Kühlschrank. Warum gibt es einen Kühlschrank? Kein Mensch spendet mir Geld, ich hab Crypto-Money. Cash flow. Das passt nichts rein. Okay. Der Brati wird entfernt, Leute. Ich kann nichts dafür. Kapita Bra, es tut mir leid. Morgen wird 4Bro getestet, Leute. Also heute. Schaut vorbei, heute im Livestream ab 22 Uhr. Kommt das ja so. Wahrscheinlich starten wir früher. Je nachdem, wann Chong am Start ist, wann er Bock hat. Der Stream steht und fällt mit Chong Banks, Mr. Primetime und Milchmuchi. Der ist krank. Wir haben schon gesnackt, der ist krank. Milch, das ist der Mülleimer. Leute, ihr wisst Bescheid. Kisten ist immer Mülleimer. Erstmal endlich diesen Hotpot weggeschmissen. Oh mein Gott, der war so eklig. Und ich hatte gestern keine Zeit dazu. Wir machen heute, also heute noch vom vorherigen Vlog. Weil heute Abend treffen wir uns wieder zum Streamen und da geht genug ab, um ein eigenes Video zu machen. Wir testen verschiedene Sachen. Chong ist wieder am Start. Mr. Primetime. Dementsprechend können wir zum Glück noch ein bisschen was vom Freitag für den Donnerstags-Vlog nutzen. Ich leide, dass vom Tour so funktioniert. Und ich habe eigentlich hier die Bilder, das sind, wie nennt man das, Platzhalter. Ich habe dem Typen geschrieben, also wir haben dann die irgendwann mal geschossen. Ich weiß gar nicht, ob ihr da dabei wart, ob wir da schon Daily Vlogs gemacht hatten. Ich glaube, das war kurz davor. Da habe ich dem Typen geschrieben, dass wir die bereit haben. Das war am 4. Mai, also jetzt genau einen Monat. Oh, genau einen Monat, oh krass. Genau einen Monat war das her. Genau vor einem Monat, 4. Mai, Zufall, das wusste ich gar nicht, habe ich ihm geschrieben, weil, also das gehörte noch zum Auftrag davor, dass sobald wir die richtigen Bilder haben, ersetzt er die mit dem Platzhalter, weil er hat da hier noch so Motive, Designs integriert und die Vorlagen hat halt nur er. Habe ich ihm mal geschrieben vor einem Monat, kam keine Antwort, dann bin ich ewig hinterhergelaufen, habe den dann
direkt angeschrieben, die Firma, also sein Startup, sein Startup Medienagentur. 2 Wochen später, 12. Mai, hat er sich gemeldet. Herr, sorry, dass ich mich so spät melde, werde mich darum kümmern. 8 Tage später, am 20. Mai, schreibe ich, und immer noch nichts passiert. Und jetzt ist natürlich nach dem 20. Mai wieder 2 Wochen her und gesamt 1 Monat. Ja, und es ist immer noch nichts. Dementsprechend schreiben wir den mal. Ey, ich weiß nicht, was los ist. Also ich auch mit den Influencern. Für Groups zum Beispiel war tot und da ist der Auftrag pausiert. Und Hongsu habe ich auch lange gestruggelt. Keine Antworten oder Ewigkeiten, dass die brauchen, bis die mal antworten. Und ich weiß nicht, ob das normal ist in der Gesellschaft jetzt mittlerweile oder was da los ist. Also ich erwarte nicht sofort eine Antwort, aber schon, dass man am Tag 2-3 Nachrichten hinterher austauschen kann, untereinander, hin und her. Weil momentan ist es so, ich schreibe was, ich kriege einen Tag später, 1,5 Tage später eine Antwort, dann reagiere ich drauf und dann darauf kriege ich wieder erst 1,5 Tage später was und für 5 Nachrichten oder so und dann natürlich Wochenende wird gar nicht geantwortet und dann brauche ich irgendwie für 5 Nachrichten hin und her und das ist nicht mal der gesamte Punkt, weiß nicht, eine Woche. Ich verkneife mir hier einiges Böses, weil man muss immer noch professionell bleiben. Nichts würde ich natürlich noch schreiben, dass die dreckigen Blablabla sich wahrscheinlich nur melden würden, wenn ich wieder Geld anbieten würde. Und was weiß ich, dass ich bereue, denen eine gute Bewertung zu geben zu haben und dass aus ihrer Agentur nie was wird, wenn die so schlecht mit ihren Kunden umgehen, weil ich werde da sicher nie wieder was buchen und auch nie jemanden empfehlen. Also so ist es. Aber ich glaube, wir gehen jetzt noch zum Abschluss. Natürlich ein Sandwich essen bei der Spitzewirtschaft. Yo, nicht von der Spitzewirtschaft. Ich war doch nicht dort, ich ging morgen hin. Ich hatte heute keinen Bock, hatte noch keinen Hunger. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Ich muss das jetzt hier schnell schneiden und dann sind wir eh live, dann kommen die Jungs. Ich hoffe, ich habe genug Material zusammengekratzt. Diesmal war echt schwierig, ein bisschen was zusammenzukratzen. Aber ihr wisst Bescheid, gerne Like, Kommentar, Abo. Folgt uns auf Twitch, da sind wir heute Abend live. Folgt mir auf Instagram, das war's von mir, Serious Business, Cashflow generieren, investiert in Bitcoin. Elon Musk hat wieder irgendwas getweetet, irgendwie Bitcoin, Hashtag Bitcoin oder dieses B-Bitcoin und dann gebrochenes Herz oder so und Preise sind wieder krass gesunken oder so, ich habe nicht drauf geschaut. Aber investiert in Bitcoin, es geht auch ohne Elon Musk. Das war's von mir, Leute, Serious Business. Ciao.